Hey, long time no see, ich weiß. Ich habe dieses Wochenende was geplant und dachte, ich nehme mich ein bisschen mit. Angefangen damit, dass ich jetzt erstmal 5 Stunden nach Montevideo fahre. Und was genau ich da mache, das hättet ihr schon mitbekommen. Ich hoffe, ihr habt Spaß und lasst gerne ein Like nach oben da und drückt auf den Abonnier-Button. Ich glaube, das größte Problem bei mir ist einfach, wenn ich Videos drehe, dass ich immer nur Clips drehe und vergesse zu sprechen. Und deswegen werdet ihr jetzt wahrscheinlich öfter noch so dieses Gesicht sehen, weil ich jetzt einfach im Nachhinein das spreche, was ich eigentlich in dem Moment hätte sagen sollen, also quasi aufnehmen sollen. So Erläuterungen zum Beispiel, was wir jetzt machen oder sowas. Genau, nur damit ihr Bescheid wisst. Ah, ein Video hast du, weil du mal. Also eigentlich wollte ich das dann Ach so, screenshotten. du machst ein einfaches Video. Das mache ich auch. Ich bin übrigens bei Luzi, also die andere Austauschschülerin. Lucia! Habe ich nämlich noch gar nicht gesagt, wohin ich gehe. Sie. Und ich dachte mir, ich erzähle euch noch mal kurz, was wir am ersten Tag gemacht haben. Weil ich da irgendwie gar nichts so gesagt habe. So, da waren immer nur so kurze Clips, wie ihr gleich sehen werdet. Genau, also ich bin 16 Uhr oder 17 Uhr ungefähr bei Lucia angekommen in Montevideo. Und dann waren wir kurz bei ihr zu Hause und ich habe die Familie kennengelernt und so, weil ich die auch nur kurz kannte. Also ich kannte sie schon vom Sehen her, weil wir ja zusammen in Quarantäne waren und sie abgeholt wurde von ihrer Familie. Aber wir haben halt mal gequatscht und sowas. Genau, danach sind wir shoppen gegangen, weil Luzi wollte sich Sportsachen holen. Und ja, da waren wir unterwegs. Ich habe mir an dem Tag nichts geholt. War nicht so in dem Mut für Shopping. Genau. Und dann sind wir nochmal in den Supermarkt gegangen, haben uns was zu snacken geholt und was zum Backen, was ihr später sehen werdet. weil wir es eigentlich am ersten Abend schon machen wollten. Genau. Und. Ja, am Abend haben wir dann noch Karaoke gesungen und ich glaube, das war's. Wir haben halt noch sehr viel gequatscht, weil wir hatten uns auch lange Zeit nicht gesehen. Ja, ich glaube, das war's. Vielleicht? Was ist Deutsch? Ja, that's what they call me. I promise that you'll never be alone. Wir sind gerade shoppen. Also ich bin in meiner Kabine, deshalb Maskat. Die werden auch immer nach den Betreten gereinigt, also von daher alles safe. Wir sind gerade shoppen. Ich bin halt gespannt. Genau, wir gehen nachher noch zu Starbucks. Und genau. Komplett in Rot. Peace. Genau, und zwar sind wir jetzt wieder bei Luzi. Nicht so spannend. Wir haben auch schon Abendbrot gegessen. Genau, ihr großer Bruder, der ausgezogen ist, der war zu Besuch, deswegen sie ist so gefilmt und so. Genau, beim Shopping habe ich jetzt auch nicht so noch viel gefilmt. Ich habe es einfach vergessen, weil es war halt voll und genau. Was haben wir noch gemacht? Wir waren noch bei Starbucks und bei unglaublich vielen Läden, also wirklich so viele, ist da so krass. Genau, jetzt werden wir, sieht man das? Just Dance tanzen und dann später werden wir noch was backen. Ja, kann man das so nennen? Ich weiß nicht, wir wollten was ausprobieren, was wir auf TikTok gesehen hatten. Ja. Mehr steht jetzt nicht an, denke ich. Vielleicht schauen wir heute noch einen Film, den wir gestern eigentlich gucken wollten. Sind aber eingeschlafen. Genau. Tschüssi, tschüssi. Das steig ich rein. Ja.
Ja, das ist aus diesem TikTok-Trend geworden. Marshmallows mit Schokolade und Keksen. Und wie schmeckt's? Ist gut, ja. Hart. Also es ist hart. Den Vorgang, wie wir das gebacken haben, habe ich nicht mitgefilmt. Ich war nämlich nicht dabei, das hat Luzi alleine gemacht. Ich war nämlich auf dem Klo. Und wie ich erwähnt hatte, wollten wir noch einen Film gucken. Und das haben wir auch getan. Like a criminal undercover, don't like trouble, making it feel like that. Luzi war als erstes wach und ist dann duschen gegangen. Und hat, irgendwie wird das nichts mit uns beiden, und hat dann die Tür offen gelassen und das Licht an. Und ich habe geschlafen. Und jeder, der an ihr da langgelaufen ist, und ihr Bruder, der ist noch nicht super, konnten mich beim Schlafen beobachten. Und wir haben dann gestern übrigens noch alle drei Bibi und Tina Filme geguckt. Und unser essiges Essen gemacht, was richtig ranzig war, aber mein Bruder hat es geschmeckt, aber er war betrunken, also wissen wir es nicht. Also wahrscheinlich angetrunken. Ja. Also, das Ding ist halt, es ist halt einfach hart geworden, weil das sollte man, glaube ich, in den Backofen machen. Und dann war es noch härter, als er das gegessen hat. Imagine. Say. Bei uns war es schon richtig hart. Das kann man gar nicht essen. Es gibt nichts, was man nicht kann. Ja, auf jeden Fall sollte man das, glaube ich, in den Backofen machen. Und wir haben es in die Mikrowelle getan. Und wir haben Mate getrunken, ja. Und noch ein bisschen gequatscht und so. Oh, mein Bäuchlein tut weh. Hast du Hunger? Ja, ich glaube. Ich auch. Ich ziehe mich jetzt um. Wie anstrengend war das für Sie? Sehr anstrengend. Ich sterbe jetzt. Okay. Von dem letzten Tag habe ich tatsächlich kaum was mitgefilmt. Wie ihr gesehen habt, nur den Früh und das war's. Es lag einfach daran, dass wir... Es war halt so der letzte Tag, so wisst ihr. Und das ist halt immer nochmal so... Man sieht sich dann wieder eine Weile nicht und so. Und wir haben nichts Spannendes gemacht, wir waren zu Hause. Ich habe ihr dann noch ein paar Zäpfchen geflochten. Und sie hat die ganze Zeit versucht, dieses eine Lied von BTS zu lernen. Es war so anstrengend. Die ganze Zeit. Ging es dann so, smooth like water, like a criminal undercover. Ja, das ging die ganze Zeit so. Ich kann es mittlerweile auch schon fast auswendig. Ja, wir haben dann noch Waffeln gebacken und mit der Familie zusammen Medienta gegessen. Also quasi Kaffee getrunken. Ja, und dann am Abend bin ich, 19 Uhr bin ich losgefahren. Da haben sie mich dann noch mit begleitet zur Bushaltestelle. Und dann hieß es, lange Busfahrt. Nachts wurde ich dann hier in Dolores von meiner Gastfamilie abgeholt. Hab dann noch Nudeln gegessen und dann bin ich auch direkt schlafen gegangen. Also es war wirklich spät.